Hallo liebe Rollen- und Nicht-Rollenspielende, willkommen bei meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über das Thema Konfrust sprechen und ich habe auch noch drei Tipps, die ich euch an die Hand geben möchte, wie ihr nach meinen Erfahrungen besser damit umgehen könnt. Über das Thema Konfrust haben Silvi und ich in unserem Podcast Lab Tales letztens schon ausführlich gesprochen. Wenn ihr Bock habt, da nochmal reinzuhören, ich verlinke euch die Folge unten. Da ging es unter anderem um das Star Wars Lab Quen Station und wie gesagt um das Thema Konfrust. Und deswegen dachte ich mir, auf dieser Plattform kann ich euch das auch nochmal darbieten, dieses Thema, aber natürlich kompakter in kleinerer Form. Also, dann lasst uns einmal starten. Ich glaube, jeden oder jede, die ich kenne, hatte schon mal einen Konfrust. Entweder auf der Con oder danach. Und wenn ihr euch fragt, hä, was ist denn jetzt dieses Konfrust-Ding? Naja, es sind zum Beispiel schlechte Erfahrungen, die man auf Con machen kann. Also zum Beispiel Konflikte mit anderen Personen, OT. Oder aber auch etwas, was ihr mitbringt vielleicht. Entweder mentalen Stress, sowas wie Arbeitsstress oder so. Oder auch körperliche Leiden. Also wenn es euch körperlich nicht gut geht, ihr zum Beispiel am Kränkeln seid oder, keine Ahnung, einen gebrochenen Finger habt. Und dadurch dann konstant Schmerzen. Und wenn ihr dann nicht ins Spiel reinkommt, kann das halt frustrieren. Wenn ich mal Frust auf Con habe, dann fällt es mir total schwer, ins Spiel reinzukommen. Und auch danach, ja, habe ich jetzt mittlerweile so ein paar Methoden für mich entdeckt, wie ich besser damit klarkomme, wie ich es besser verarbeiten kann. Aber ja, wie mache ich was vor? Es stresst halt erstmal, wenn man genervt von irgendeiner Sache ist. Hier einmal ein praktisches Beispiel, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, was ich damit meine. Ich war im Februar zum Beispiel auf der PanmiCon. Und auch wenn die PanmiCon, die Orga, super lieb war, es eine super schöne Location war und auch die Leute an sich total nett waren, hatte ich Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Das liegt bei mir, und das ist nicht nur da, sondern es ist so ein allgemeines Ding, was ich quasi schon als Faktor herauskristallisiert habe, warum ich frustriert sein kann. Und zwar war das, weil meine Freunde gar nicht so nah an mir dran waren. Also, die waren halt als NSCs angemeldet und das wusste ich auch vorher, alles fein. Ich bin halt als Spielerin hingefahren, weil ich auf die Con eingeladen wurde. Und dann waren meine Freunde natürlich, weil sie NSCs waren, immer mal wieder woanders oder haben andere Rollen gespielt, die mit mir als Cassandra, meine Bardin, gar nichts zu tun haben. Und dadurch, dass ich ein relativ introvertierter Mensch bin, fällt es mir einfach schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Ich habe es dennoch probiert und mit dem einen oder anderen hatte ich auch kurz ein bisschen Spiel. Aber ich habe gemerkt, ach, irgendwie komme ich da nicht so rein. Die Leute kannten mich auch nicht und dann ist man sowieso nicht so dicke miteinander. Es sei denn, man vibe von Anfang an miteinander. Aber in dem Fall war das leider nicht so. Dazu kam dann auch noch, dass ich ein bisschen versucht habe, in den Plot reinzukommen. Es aber ein paar Spielergruppen gab, die schon länger auf diese Cons fahren, die sich besser damit auskennen, die sich mit der Welt auskennen und so weiter. Und dementsprechend haben die Plot ein bisschen festgehalten und das nicht so gerne an andere rausgegeben. Das hat frustriert, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme A, nicht über die mit anderen Viben-Schiene rein und aber auch nicht über das Plotting. Also ich habe es nicht geschafft, mich da einzumischen. Das hat mich total frustriert zum Beispiel. Und hier noch ein zweites Beispiel für euch, weil das war jetzt quasi die, ich habe meine Freunde nicht so nah bei mir. Die zweite Sache wäre tatsächlich für mich ganz, ganz doll, und es ist auch ein paar Mal passiert, wenn ich OT in die Welt gar nicht reinkomme oder ich merke, dass ich irgendwie keinen Zugang bekomme. Ich war zum Beispiel 2019 auf einem Vampire-Con. Das Setting war für mich sowieso noch total neu und da bin ich auf eine Con gefahren über ein ganzes Wochenende, wo ich eben auch nur eine einzige Person OT ein bisschen besser kannte und alle anderen nicht. Und ich habe vorher wirklich von keinem und auch nicht gut von dieser Person ein wirkliches, sag ich mal, so eine wirkliche Einführung bekommen. Guck mal hier, das und das und das musst du tun. Wenn das passiert, musst du darauf so reagieren und so weiter. Und bei Vampire ist es so, da fängt man ja meistens als Ghoul an und dann gibt es schon klare Sachen, wie man auf was zu reagieren hat. Wie man sich zum Beispiel Vampiren oder, also je nachdem, welche Stufe die Vampire haben, wie man sich denen gegenüber verhält. Und da ich das nicht wusste, kam ich einfach immer wieder in Situationen auf diesem Con, wo ich mich wirklich, also die einfach nur unangenehm waren, wo ich mich schlecht gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, so hey, ich komme hier gar nicht rein, ich habe mich auch schon selbst in Frage gestellt. Das haben wir tatsächlich auch im Podcast ganz kurz gehabt, so dieses sich in Frage stellen, ob man eine gute Spielerin ist, ob ich eine gute Spielerin bin. Und das ist halt kein gutes Gefühl. Aber, und hier kommen wir zum ersten Tipp, das, was ich auch damals gemacht habe, ist sich zurückziehen, wenn man Ruhe braucht. Wenn du merkst, hey, ich bin gerade frustriert und ich komme an irgendeiner Stelle nicht weiter, zieh dich zurück. Wenn du müde bist, leg dich hin, schlafe, es ist okay. Und es muss auch für andere Leute okay sein. Also bitte, ihr anderen da draußen, macht einer Person keinen Druck, wenn die eine Pause braucht. Akzeptiert das einfach. Und du als Person, die eine Pause braucht,
leg dich hin, zieh dich zurück, meinetwegen steig ins Auto, fahr ins Nachbardorf oder zu McDonald's oder keine Ahnung. Tu das, was dir in dem Moment ein bisschen Luft bringt, ein bisschen Freiraum. Denn wir neigen dazu, uns immer in Sachen zu verbeißen und es macht es meistens noch schlimmer. Deswegen, ich weiß, man hat meistens viel Geld für so eine Veranstaltung bezahlt. Aber es bringt euch ja gar nichts, wenn ihr euch da irgendwie drin verbeißt und merkt, ah, es wird immer alles nur noch schlimmer. Und es ist übrigens auch keine Schande, eine Con zu verlassen. Also wenn es euch nicht gut geht, so ging es mir zum Beispiel im November auf dem Mafia-Con. Da ging es mir nicht gut, ich war krank. Also bin ich nach Hause gefahren, weil ich gemerkt habe, okay, erstens, ich kann andere anstecken, nicht gut. Super blöd, lasst das, fahrt nach Hause, wenn ihr krank seid. Und hey, mir geht's so schlecht, ich habe so Kopfschmerzen und so, dass ich mich gar nicht aufs Spiel konzentrieren kann. Das macht dann auch einfach keinen Spaß, einem selbst nicht und meistens auch nicht den anderen, wenn man nicht gut ansprechbar ist. Deswegen, es ist keine Schande, dann auch einfach zu sagen, hey, gut, dieses Mal hat es vielleicht nicht geklappt, ich fahre nach Hause, mach mir da eine schöne Zeit. Und ich glaube, das ist dann wirklich für alle Beteiligten auch das Beste. Tipp Nummer 2, sprecht mit der Orga. Ein gutes Beispiel ist für mich da zum Beispiel Nordic Lab. Da hat man ja viele Verknüpfungen mit anderen Charakteren, also die sind schon im Voraus quasi ins Character Sheet halt eingetragen. Aber je nachdem, wie gut das organisiert ist oder wie neu, wie oft es bespielt wurde und so weiter, dieses Lab ist, muss gar nicht nur Nordic Lab sein, kann es vorkommen, dass bestimmte Mechanismen, die die Orga eigentlich geplant hat, nicht ineinander greifen. Das heißt, es kann passieren, dass SpielerInnen einfach Probleme haben, ins Spiel zu kommen, weil sie merken, hä, irgendwie steht zum Beispiel beim Nordic Lab jetzt bei mir eine Verknüpfung drin, aber bei dem anderen gar nicht. Also der weiß gar nicht, dass unsere Charaktere überhaupt was miteinander zu tun haben. Und es kann halt je nachdem, ob man irgendwie sich gut ins Setting einfügen kann oder nicht oder ob man schon lange spielt oder nicht, kann es halt einfach dazu führen, dass man unsicher wird. Und ich finde, an dieser Stelle sollte jeder die Möglichkeit haben, zu einer Orga zu gehen und zu sagen, hey, ich habe diese Punkte irgendwie, ich habe ein Problem, gerade ins Spiel reinzukommen, ich möchte aber gerne spielen, habt ihr vielleicht einen Tipp? Und jede gute Orga wird euch da sicherlich helfen können. Deswegen ziert euch da nicht, geht zur Orga, sprecht ganz offen eure Probleme an und im besten Fall findet ihr auch eine Lösung und dann kann man wieder ins Spiel starten. Und der letzte und somit dritte Punkt ist für mich zum Beispiel Freunde, also einen sicheren Hafen haben. Mir hilft es immer total, wenn ich weiß, okay, ich habe mindestens einen guten Freund oder eine gute Freundin auf einer Con, zu der ich gehen kann, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Frust habe, wenn ich einfach mal eine Auszeit brauche. Wo ich weiß, hey, okay, da kann ich mich sicher fühlen. Mit denen kann ich meinetwegen auch nur auf der Decke rumliegen und einfach mal kurz durchatmen oder mal kurz aufs Spiel rausgehen und mal kurz reden. Wenn das da ist, ist das super cool. Das muss übrigens auch gar keine Person sein, die auf der Con ist. Es kann auch eine Person sein, die irgendwo ist, die ihr einfach mal kurz anruft. Und das verbindet sich dann so ein bisschen mit dem ersten Punkt, also sich zurückzuziehen, einfach mal rauszugehen, dann vielleicht eine Person des Vertrauens anzurufen, kurz mal den Frust so ein bisschen rauszulassen, wenn die Person gerade kann. Und meistens geht es einem dann schon besser, wenn man so ein bisschen, ja, einfach sich ein bisschen Luft verschaffen konnte. Wie gesagt, oft verbeißen wir uns auch in solche Situationen. Das macht es meistens noch ein bisschen schlimmer. Aber natürlich seid ihr nicht immer der Faktor, warum etwas schlimm ist. Manchmal sind Erfahrungen einfach blöd und man kann nicht so viel dagegen machen. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man aus seiner eigenen Erfahrung heraus irgendwie so ein paar Methoden findet, durch die man besser mit solchem Konfrust auf oder während der Con klarkommen kann. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Wie ist es bei euch? Habt ihr so Methoden? Habt ihr so kleine Tricks, die euch helfen, um mit Konfrust besser klarzukommen? Und was habt ihr schon so für frustige Momente mitgemacht? Was hilft euch in diesen Momenten? Schreibt das gerne mal unten rein, dann können wir ein bisschen diskutieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen hoch und über ein Abo. Und hört gerne noch die Podcast-Folge. Wir haben uns wie immer viel, viel Mühe gegeben. Wir laden da auch aktuell wieder regelmäßig was hoch. Hört da gerne rein, Link ist unten drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!